Hallo, ich habe heute wieder ein neues Food-Kombinationsvideo für euch. Das heißt, wir testen wieder seltsame Kombinationen an Essen, die Menschen mega feiern, aber die ganz ehrlich irgendwie voll komisch klingen. Und ich bin wieder mega gespannt. Ich habe wieder so verrückte Sachen im Internet gefunden, ihr glaubt es nicht. Als ich eingekauft habe, dachte ich, es wirkt, als sei ich schwanger. Also wirklich total die seltsamen Sachen. Aber ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Die erste Sache ist ein Erdnussmus und Mayo-Sandwich. Ich habe jetzt hier aber schon Toast getoastet. Jetzt habe ich hier ganz normale so Salatmayonnaise und natürlich Erdnussmus. Und jetzt werde ich mir mal so ein Sandwich machen. Ich mache jetzt ein kleines Sandwich, weil ich muss ja mal sagen, ich bezweifle, dass das so lecker ist irgendwie. Als erstes kommt so ein bisschen Mayo da drauf. Ich muss sagen, bei diesen Food-Kombinationsvideos gab es ja schon einige Überraschungen, die wirklich leckerer waren, als man erwartet hat. Und jetzt kommt das Erdnussmus da drauf. Das lässt sich gar nicht richtig verstreichen. Jetzt praktisch die zweite Scheibe von dem Brot und jetzt haben wir so ein Mini-Sandwich. Ich finde, das reicht. Wir wollen ja auch nicht so viel Lebensmittel verschwenden. So sieht das Ganze jetzt aus und ja. Das schmeckt voll gut. Ich bin gerade krass überrascht. Irgendwie schmeckt das richtig lecker. Schmeckt halt wie Erdnussmus. Ich finde, das Erdnussmus ist auch viel penetranter und dominanter. Aber die Mayonnaise schmeckt irgendwie auch gut da drin. Hä? Ich weiß nicht, warum. Ich hätte das jetzt wirklich nicht erwartet. Crazy, wirklich. Auf die nächste Sache freue ich mich ganz besonders und da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich das mögen könnte. Und zwar ist das Banane mit Bacon. Ich habe jetzt hier schon ganz normal diesen Bacon angebraten in der Pfanne eben. So, ich habe jetzt hier die Banane und das Stück Bacon das drum gewickelt. Also so sah es zumindest auf dem Foto im Internet aus. Und ich bin sehr gespannt, aber ich könnte mir vorstellen, das schmeckt so ein bisschen wie Dattel im Speckmantel. Falls ihr so Tapas auch so gerne esst und ihr das mögt, dann könnt ihr mir vorstellen, das ist so ähnlich, weil es ja auch so süßlich ist und das. Aber mal gucken. Es ist wirklich so ein ähnlicher Geschmack wie Datteln im Speckmantel. Allerdings muss ich sagen, die mag ich jetzt noch lieber, die Datteln, als jetzt die Banane. Weil die Datteln sind so noch ein bisschen anders süß und eher warm. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn man das zusammen anbrät, dann ist es, glaube ich, noch geiler. Das bekommt auf jeden Fall einen Daumen nach oben von mir. Würde ich sogar nochmal essen. Als nächstes haben wir Avocado und Schokolade, und zwar so Karamellschokolade. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Das soll so ein bisschen an normalerweise so veganen Schoko-Brownie oder so erinnern. Also man kann ja auch so Schokomus aus Avocado machen. Klar, ich habe jetzt hier normale Milchschokolade, aber man kann natürlich auch vegane Schokolade nehmen. Zumindest war das so gedacht wohl. Oh krass, voll die perfekte Avocado. So, jetzt kommt mal die Schokolade zum Einsatz. Oh geil, mit so flüssigem Karamell. Ich liebe sowas. Ah. Also so war es auch abgebildet auf dem Foto im Internet. Und jetzt sollen wir es angeblich einfach so löffeln. Das werden wir jetzt mal machen. Ich gehe jetzt so ein bisschen da rein. Geschmackslos. Ich bin mir gar nicht so sicher, was ich darüber denken soll, weil ich finde, die Avocado, die ist perfekt reif, also wirklich, die ist super, aber die schmeckt irgendwie in der Kombination mit der Schokolade nach so relativ wenig, weil die Schokolade halt super, super süß ist. Aber so finde ich das jetzt einfach ein bisschen langweilig. Die Schokolade wird mir reichen. Also das enttäuscht mich jetzt so ein bisschen, da habe ich irgendwie mehr erwartet. Die Schokolade ist lecker. Als nächstes haben wir hier Vanilleeis und Sojasauce. Crazy, kann ich mir aber irgendwie auch vorstellen. Das Vanilleeis ist irgendwie schon im Laufe des Videos ein bisschen geschmolzen, aber egal. Oh, sogar ein bisschen sehr. So, ich gebe jetzt hier mal ein bisschen von der Sojasauce da drauf. Huch, das war, glaube ich, fast ein bisschen viel, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Wenn man ganz viel Eis hat und ganz bisschen Sojasauce, dann gibt es halt so was Salziges. Und dann ist das wieder so ein bisschen Richtung Salted Caramel, also so eine Art halt. Und das ist ja auch voll beliebt und deswegen... Ich würde jetzt aber auch nicht auf die Idee kommen, mein Vanilleeis mit Sojasauce zu verfeinern. Aber gut, also die Packung esse ich dann doch lieber so auf. Als nächstes testen wir Käse, Honig und Kaffeepulver. Das fand ich auch super verrückt, aber gut, ich werde es mal testen, mal gucken. Was für ein Saukram, Leute, und jetzt kommt hier einfach ein bisschen Kaffeepulver oben drauf. Das sieht jetzt so aus, oh Gott, der ganze Honig läuft runter. Ah. Gut, aber ich stecke es einfach so in den Mund und mal gucken. Das schmeckt mega lecker, wirklich, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Zumal ich irgendwie gar keinen Kaffee mag, aber der Honig hat das richtig süß gemacht. Wann denkt man sich so, boah, heute Abend zum Snacken Käse, Honig und Kaffeepulver? Ist schon ein bisschen komisch, ne? Also lecker ist es trotzdem, muss man sagen. Und die nächste Sache ist ein Avocado-Erdbeertoast. Das habe ich jetzt hier schon mal fertig gemacht, das sieht jetzt so aus. Ich finde, es sieht lecker aus und ich könnte mir vorstellen, dass das lecker ist. Ist auch hier, finde ich, dass die Erdbeere viel süßer ist und die Avocado so ein bisschen, was ich meine, so ein bisschen unnötig. Die schmeckt halt irgendwie nicht so krass. Ich frage mich gerade, ob eine Avocado einfach nicht so geil ist. Aber irgendwas muss man mit der Avocado noch machen, vielleicht salzen. Das kann ich mir vorstellen, dass das eine leckere Kombi ist, aus Salz und Süß. Aber ich muss sagen, bekommt von mir erstmal so einen halben Daumen.
Das waren jetzt auch schon alle Food-Kombinationen. Ich muss sagen, das hat echt mega viel Spaß gemacht. Ich mache das so gerne, weil ich finde, man wird so oft überrascht von Sachen, die man nie so zusammen essen würde. Und auch wenn man sich das vielleicht nicht zu Hause machen würde, man wird einfach, finde ich, dadurch offener für neue Sachen. Und das lohnt sich wirklich immer. Also ich liebe es, neues Essen zu probieren. Und ich weiß, dass ihr diese Videos sehr gerne mögt. Und wenn ihr noch einen weiteren Teil sehen wollt, dann gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben. Und eine kleine Aufgabe habe ich noch für euch. Und zwar schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so für Back-to-School-Videos sehen wollt. Denn bald geht's hier wieder los und ich freue mich super auf diese Videos. Und deswegen freue ich mich auf eure Ideen und so. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!